Guten Morgen, Insel, guten Morgen, Welt. Gott sei bei dir und der Friede sei mit dir. Hab einen schönen Tag. Ja, ihr Lieben, die heutige Tageslosung passt wunderbar zu dem, ja, Aufräumen, Sortieren, Winterfest machen des Hauses von der alten Dame. Das habe ich ihr versprochen, das will ich durchhalten. Ja, ich wusel hier jetzt durch das ganze Haus und versuche, das alles hinzubekommen. Und die Tageslosung rüttelt mich gerade so ein bisschen wach und sagt: Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Aus der 2. Chronik 2012. Ja, manchmal ist man überall und nirgends. Und das passt so wunderbar hier, weil ich gar nicht so richtig wusste, wo ich anfangen sollte und wo ich aufhöre. Aber trotzdem fühle ich mich so getragen und ich habe immer die alte Dame jetzt im Kopf und zitiere sie und mache das hier nach ihrem Wohlgefallen, dass sie wirklich in Ruhe und Frieden da jetzt zu Gott finden kann und bei Gott ist. Und ich schaue jetzt einfach auf Gott, was er jetzt als nächstes mit mir vorhat und versuche das hinzubekommen. Und ich denke, das will dieser Spruch sagen. Schaut auf ihn, betet, kommt zur Ruhe. Er wird euch den Weg weisen in dieser weltlichen Welt. Und von daher passt auch wunderbar der Lehrtext, der aus dem Hebräer 12,2 kommt: Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Er hält uns, er bringt uns dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Ich sage immer, wir kommen mit leeren Taschen und wir gehen mit leeren Taschen. Und ja, dass man einfach eine gute Zeit hier auf der Erde hat und alles in seinem Sinn und in dem Glauben und in den 10 Geboten hier einfach erledigt. Gott ist bei uns, das ist das Wichtigste, worauf wir eigentlich hoffen können. Er ordnet dich, bete zu ihm, deshalb schau auf Gott. Amen. Einen Nachsatz möchte ich dazu noch geben. Und zwar habe ich euch ja erzählt, in der Herrnhuter Losung ist auch immer ein kleines Gedicht oder ein Liedvers. Und dieses Mal kommt er heute von Christoph Martin Wieland und er lautet: Was du mit Glauben und Mut begonnen hast, das hilft dir, Gott zu vollenden. Und da kann ich nur sagen, ja. Amen. So, meine Liebe, dieses Essen ist jetzt für dich. Das hast du dir so sehr gewünscht. Und zwar Bratwurst mit Sauerkraut und Kartoffelstampf. Ein Sachsenessen, hast du immer gesagt. Aber du konntest es nicht mehr essen. Deshalb, lass gesegnet sein. Wir denken an dich. Guten Appetit. Das Bett ist leer, du fehlst. Es wird abgeholt, aber das ist ja auch gut so. Für den nächsten Kranken, der es braucht. Schau, selbst der Himmel weint, dass du nicht mehr da bist. In den Pfützen ganz viel Tropfen. Schaut euch das mal an, eine gesamte Gänsekolonie. Wie schön. Ansonsten regnet es leider, passend zu unserer Trauer. Und dennoch wunderschön. Salzwiesen, Insel auf der anderen Seite, ganz da hinten die Nordspitze. Ja, ihr Lieben, das wollte ich euch mal zeigen. Das ist eine der vielen Ferienwohnungen, wo ganz viele Menschen hier über 45 Jahre einen Urlaubssitz hatten. Ganz viele Stammgäste, die immer wieder gekommen sind und hier eine ganze Menge erlebt haben, ganz viele schöne Stunden. Also absolut toll. Naja, aber es ist, wie es ist. Und es heißt ja auch, dass wir hier auf Erden keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist aus Hebräer 13, 14. Und trotzdem ist es so, dass irgendwie, naja,
die Seele des Hauses nun gegangen ist und das Haus jetzt nicht mehr das gleiche ist. Irgendwie nur noch eine Hülle ohne Seele. Aber es bleiben auf jeden Fall Glaube, Liebe und Hoffnung, diese drei, wobei natürlich die Liebe unter ihnen die größte ist, aus dem Korinther 13. Ja, meine liebe alte Dame, aber du fehlst natürlich sehr und auch wie du gestern noch hier im Hause gelegen hast, bevor der Bestatter dich geholt hat, da denkt man dann an so vieles und sieht dich dann aber auch als Hülle hier nur noch, weil die Seele ist natürlich gegangen, denn der Staub muss wieder zur Erde werden, wie er gewesen ist und der Geist wieder zu Gott, der ihm gegeben hat. Das ist aus dem Prediger 12,7 und das tröstet natürlich sehr und ich glaube da auch ganz fest dran, so war es. Deine Hülle war vielleicht noch hier oder du bist als Hülle hier noch auf der Erde, aber dein Geist ist schon längst beim lieben Gott. Oder wie aus dem Hiob es immer heißt, ich bin nackt meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr wird es auch wieder nehmen. Der Name des Herrn sei gelobt. Aus Hiob 1,21. Das sind tröstende Worte für mich und trotzdem fehlst du hier. Das Haus ist irre leer. Ich habe versprochen, dass ich hier jetzt alles winterfest mache in deinem Sinne. Und ja, dann hoffe ich, dass deine Wahl, und das wird so sein, alles richtig war und dass es hier in deinem Sinne dann weitergeht. Ich bin jedenfalls froh, dich hier so nochmal kennengelernt zu haben, mit dir so eine tolle Zeit erlebt zu haben. Das war schon toll. Das bleibt eindrücklich bei mir im Herzen auf jeden Fall. Ja, ihr Lieben, der Tag neigt sich dem Ende. Der erste Tag ohne dich, du Liebe. Und wir wollen das Abendgebet sprechen. Das Kerzchen hier hinter mir ist gezündet, weil Jesus Christus unser Licht in der Dunkelheit ist. Wir falten die Hände und beten gemeinsam das Gebet, welches uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, beschütze alle, die wir lieb haben und auch ganz besonders die, die zu dir nach Hause gegangen sind. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, bleibt behütet, Gott segne euch. Denkt dran, morgen ist Sonntag. Vielleicht könnt ihr ja einen Gottesdienst mit einplanen. Wir werden es auf jeden Fall und freuen uns schon ganz doll. In diesem Sinne, bis morgen.